Lukulule ist ein gemeinnütziger Verein, der 2004 in Hamburg gegründet wurde. Hier wird durch Lust an Kunst Lust am Leben vermittelt. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden mittels Musik, Tanz, Performance, Theater und Spiel gefördert. Ich finde es gut, dass es hier so viele Angebote gibt und dass es von jedem etwas gibt, zum Beispiel Singen, Tanzen und Schauspielen. Jeden ersten Sonntag im Monat geht's rund. Um 14.30 Uhr treffen sich alle, die Lust an Kunst und Lust am Leben erfahren wollen, in der Heinrichstraße 14 im dritten Stock zum Get-Together. Eine tolle Gelegenheit, sich kennenzulernen und um einzusteigen bei Lukulule. In Singer-Songwriter-Workshops werden Songs getextet und komponiert. In Theater-Workshops wird unermüdlich an Texten, Szenen, Choreografien gearbeitet, sodass unter anderem das Stück Pablo im Delphi-Showpalast uraufgeführt werden konnte. Es stehen offene Chorangebote, Intensivkurse, Einzel- und Gruppenarbeit, Kooperationen mit anderen interkulturellen Projekten mit Bühnen und Schulen im Vordergrund. Live Earth war zum Beispiel so eine Geschichte. Das war natürlich aufregend und schön für die gesamte Belegschaft hier. Alle durften Bianca Jagger kennenlernen und durften dann in einer großen Arena zwischen Shakira und Snoop Dogg auftreten, aber eben mit ihren Lukulule-Geschichten.